Hallöchen, ich bin schon ganz aufgeregt, schon seit 2 Wochen und freue mich heute schon richtig auf die Themen, um gemeinsam mit euch wieder ein Bild zu zaubern. Und erstmal herzlich willkommen bei Sonntags mit Lillis. Ich werde mich auch gleich ans Werk begeben, um die Worte zu ziehen und werde auch wie immer total unvorbereitet sein. Ich habe wie beim letzten Mal meine Federtasche, mein Skizzenbuch bzw. mein Buch, wo ich meine ganzen kleinen Illustrationen reinzeichne und ein paar Schmierblätter habe ich direkt sogar gleich mir parat gelegt. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt ans Werk. Womit fangen wir denn an? Wir fangen mit dem Lebewesen an. Schmetterling. Musste tatsächlich erst vor kurzem so ein bisschen daran denken, vielleicht noch mal einen Schmetterling zu malen, auch wenn es vielleicht nicht in die Jahreszeit passt. Eukalyptus. Das ist ja spannend. Das finde ich ja ganz toll. Ja. Wie wird es? Was tut es? Machen. 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 Machen, ja. Eukalyptus. Da bin ich schon, ich glaube, ich habe noch nie einen Eukalyptus gezeichnet. Ich liebe Eukalyptus, ich finde das ganz toll. Aber diesen Trend von ein paar Monaten, Jahren habe ich überhaupt nicht mitgemacht. Ich weiß auch nicht, warum nicht. Ich habe auch Eukalyptus hier stehen, getrockneten. Ein Schmetterling, Eukalyptus finde ich ganz gut, passt ganz gut zusammen. Aber machen, machen. Mal gucken, wie ich das so mit reinbringe. So, die drei Zettelchen, die werde ich wie immer hier bei mir parat haben. Die Gläser stelle ich weg, weil ich viel Platz brauche. Dann werden wir mal anfangen zu scribblen. Eukalyptus. Zweites. Wenn ich mal so über meine Schulter gucke, dann sind die mehr parallel, die Blätter. Ich habe sie hier jetzt versetzt gemacht, aber die sind mehr doch so parallel an den am Stängel quasi. Dann halt auch immer so gedreht, ne? Also die Blätter sind einmal von der Seite und dann wieder von der anderen Seite, von der Seite. Wo setzt man denn den Schmetterling jetzt hin?
Ja, den werden wir da so ansetzen. Das wird spannend. Das wird. Ich finde es ein schönes Thema. Mir fällt nur noch das Wort machen so ein bisschen schwer. Machen. Machen. Ja, das ist nicht so einfach. So, das werden wir jetzt ins Skizzenbuch übertragen. Da werde ich den Faber-Castell Graphit Aquarell nehmen. Machen. Ich weiß nicht, wie ich das Machen einbringen soll. Da fühle ich mich gerade ein bisschen überfordert mit. Vielleicht muss es ja auch gar nicht alles zu Bild gebracht sein. Machen. Also, wir haben den Eukalyptus, wir haben den Schmetterling und machen. Definiere ich für mich jetzt ja so, machen, wir machen ja halt auch immer. Ne? Also man ist ja immer in der Mache. Man macht immer irgendwas, egal ob man etwas sieht, etwas malt. Ich glaube, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Das Machen, das steht einfach symbolisch. Einfach symbolisch in dem Bild auch. So lasse ich das jetzt stehen für euch. Gut. Dann brauche ich jetzt Aquarellfarben, denn ich werde mit Aquarell zum Werk kommen. Ein Tuch. Das sind so meine gängigen Pinsel. Wir haben hier einen in der Größe 4, in der Größe 2 und in der Größe 0. Mal gucken, was so noch dazu kommt. Eine Mischpalette brauchen wir auf jeden Fall noch. So, der Eukalyptus kann ganz grün sein. Ich finde, da kann man immer so ein bisschen sehr zart auch mit den Farbtönen sein, ne? Gehe hier jetzt vor, wie ich bei fast allen meinen Bildern eigentlich vorgehe. Ich grundiere jetzt erst mit einer relativ hellen Farbe. Dafür müssen die Farbtöne aber auch nicht überall gleich sein. Denkt dran, nichts ist perfekt, auch nicht die Natur. Das ist ja gerade das Schöne dabei. Ich nehme jetzt ein bisschen dieses Phthalogrün. Da mische ich jetzt einen ganz kleinen Hauch Blau mit rein.
kommt noch ein bisschen vom Olivgrün. Ich gehe hier nochmal kleiner mit dem Pinsel. Gehe jetzt mit der zweiten Schicht drüber und spare jetzt quasi den in der Mitte den Strunk vom Blatt, nennt man das so. Den spare ich aus. Ich werde, ja, ich finde, man merkt so schön, wenn man so in ein Bild reingeworfen oder in eine Arbeit reingeworfen wird, dann merkt man so erstmal, wie Dinge auch mittendrin passieren. Was man noch für Mittel und Medien zur Verfügung sich selber stellt, um das Bild weiter ausreifen zu lassen. Das macht mir gerade unglaublich Spaß. Ich werde noch ein paar Akzente setzen. Ich nehme dann noch ein bisschen Blau und mich da rein, dass es dunkler werde. Aber auch gar nicht übermäßig viel. Wahrscheinlich nachher nochmal mit dem Acrylstift rübergehen, um das noch ein bisschen mehr hervorzuheben. Ansonsten bin ich soweit erstmal, na, nicht ganz zufrieden, aber ich bin erstmal so zufrieden, so wie es jetzt gerade aussieht. Und dann kommen wir noch zum Schmetterling.
Schmetterling. Da wollte ich gern den Orangenen nehmen. Wisst ihr, welchen ich meine? Habt ihr da ein Bild vor Augen? Wenn ich euch sage, der Orangene. Nicht so detailreich bis an den Rand rangehen, weil das eh noch mit Schwarz ein bisschen vergemalt wird. Das lassen wir kurz trocknen. So, das ist getrocknet. So, und da könnt ihr euch jetzt eigentlich aussuchen, ob ihr mit Aquarellfarben dieses Schwarze malt vom Schmetterling oder ob ihr ein Feinliner nehmt. Ich werde fürs Grobe jetzt erstmal auf jeden Fall mit Aquarell rangehen, damit es auch nicht so ganz flächig schwarz ist. Ich werde Details auf jeden Fall noch mit dem Feinliner machen, aber erstmal mit Aquarell. Noch was. Wie gesagt, das machen würde ich als symbolisch einfach stehen lassen, denn ich finde das Machen jetzt ultra schwer umzusetzen. Ich habe den Schmetterling mit eingebaut und ich habe einen Eukalyptus gemalt. Ein sehr schlichtes, aber doch schönes Ergebnis.
Ich bin gespannt, was ihr aus dieser Auswahl zaubern werdet, wie ihr das Machen mit einbringen werdet. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Und Leute quasi jetzt hiermit ein nachzumalen, mitzumalen, selber zu interpretieren, sich inspirieren zu lassen von drei Themen ein Bild. Wenn ihr mitmacht und euer Werk in den sozialen Medien teilt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Hashtag Sonntags mit Lillis verwendet und mich vielleicht auch markiert, dann sehe ich das auf jeden Fall und ich werde es auf jeden Fall dann auch teilen. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz wunderbaren Sonntag und macht das Beste aus dem Tag, startet morgen gut in die Woche und macht's fein, bleibt gesund. Tschüss! Thank you.